Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, heute am Donnerstag, den 18. August 2022, fand hier im Mühldorfer Haberkasten die Bierprobe für das Mühldorfer Traditionsvolksfest statt. Wir waren für Sie mit dabei und zeigen Ihnen nun ein paar Impressionen. Ein Traditionsvolksfest für alle Generationen. Rund 350.000 Besucher werden in den kommenden Wochen auf dem Mühldorfer Volksfest erwartet, das am Freitag, den 26. August, seine Pforten öffnet. Heute fand dazu die offizielle Bierprobe statt und die Stimmung bei den Verantwortlichen ist hervorragend. Ich glaube, man sieht es, die Stimmung ist super. Also es ist wirklich eine tolle Stimmung, es sind fast 90 Leute, die heimgekommen sind. Die Vorfreude ist riesengroß, das glaube ich, sieht man eindeutig hier. Im Anschluss war das offizielle Anzapfen angesagt. Der erste Bürgermeister der Stadt Mühldorf am Inn hatte diese Freude gleich dreimal und brauchte zwei Anzapfversuche. Heute haben Sie zwei Schläge zum Anzapfen gebraucht. Wie schaut es denn aus? Was ist der Vorsatz fürs Volksfest? Der Vorsatz ist, bei den zwei Schlägen zu bleiben. Also ein Schlag ist mir erklärt worden, das ist eigentlich nichts. Man macht immer den zweiten Sicherheitsschlag. Also von dem her ist das Ziel, mit zwei Schlägen weiterhin noch zum Zapfen. Und in Mühldorf, das ist ja absolutes Traditionsvolksfest. Kann denn in diesem Jahr alles so durchgeführt werden, wie es geplant war? Bis jetzt schaut alles danach aus. Bis jetzt schaut alles aus danach, dass wir es so durchführen können, nie gehabt. Natürlich, es können sich immer kurzfristig Sachen ergeben mit Corona-Fällen und was auch immer. Aber wir hoffen, dass wir es alles so durchführen können und dass alles so funktioniert, wie es geplant ist. Und jetzt warten Sie noch auf ganz viele Besucher, oder? Ja, wir warten auf ganz viele Besucher. Das glauben wir auch, dass die kommen. Mühldorf ist das Traditionsvolksfest in der Region mit den drei Brauereien, drei tolle Festbiere, drei tolle Festwirte. Also ich glaube, das wird wieder was ganz was Tolles für alle Besucher. Und wie hat Ernerheits Bier bei der Bierprobe geschmeckt? Ich habe es ja schon angeschnitten. Das Bier war super von alle drei Brauereien. Haben sie einen super Job gemacht, die Braumeister. Also da können sich die Leute drauf freuen. Die ca. 90 geladenen Gäste erfreuten sich über ein hervorragendes Festbier der drei Volksfestbrauereien. Bei traditioneller Blasmusik war auch für den Gaumen noch einiges geboten. In einer Woche ist es ja soweit und das Mühldorfer Traditionsvolksfest, es geht endlich wieder los. Wie schaut es denn aus mit dem Aufbau? Wie weit ist der denn schon fortgeschritten? Ja, wir sind sehr gut im Zeitplan. Die Fahrgeschäfte sind zwei Drittel schon alle auf dem Platz. Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren, muss man sagen. Ja, die Zelte stehen und natürlich muss der Innenausbau noch gestaltet werden. Aber wir sind absolut im Zeitplan und es kann nächsten Freitag losgehen, wenn der Bürgermeister das erste Fass ansapft um 6:45 im großen Spaten festzählt. Und wie war jetzt in diesem Jahr der organisatorische Aufwand für das Mühldorfer Traditionsvolksfest? Ja, der war gigantisch natürlich. Wir haben drei neue Festwirte, zwei neue Festzelte, einen neuen Volksfestbusunternehmer, einen neuen Feuerwerker. Also ich kann das noch weiter erzählen. Also das war heuer brutal, aber es macht Spaß. Und jetzt hoffen wir, dass wir alles richtig gemacht haben und dass wir wirklich friedlich und familienfreundlich wie immer in Mühldorf starten können. 11 Tage erleben, genießen und feiern. Das macht das Mühldorfer Traditionsvolksfest aus. Ein Höhepunkt des diesjährigen Volksfests wird es am zweiten Sonntag mit einem Jubiläums-Schützen- und Trachtenzug geben. Mit dabei ist auch die amtierende Volksfestkönigin Katharina Gruber. Erst einmal die Frage, wie schmeckt denn das Bier? Ist alles hervorragend. Ich habe überall noch einen Schluck probieren dürfen und wirklich ein Jetzt-Bier sehr gut. Und jetzt als amtierende Mühldorfer Volksfestkönigin, worauf preist ihr denn am meisten am Mühldorfer Traditionsvolksfest? Auf die schönen Begegnungen mit den Menschen, auf das, dass wir endlich wieder mal nach Corona alle zusammenkommen dürfen und einfach auf eine schöne, friedliche Zeit. Nächste Woche wird uns hier bei Schmidt Video auch die amtierende Mühldorfer Volksfestkönigin durch die Auftaktveranstaltung des Mühldorfer Traditionsvolksfests begleiten. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, die Bierprobe zum Mühldorfer Traditionsvolksfest war ein voller Erfolg. Das Mühldorfer Traditionsvolksfest findet statt vom 26.08. bis 5.09. Also kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihre Nicola Koska.